Hallo, heute mal wieder ein Video. Einige von euch können sich sicher denken, worum es geht. Beim Frühstück heute Morgen für die Meerschweinchen kam unsere Winnie nicht dazu und ich ahnte natürlich schon, was da sein wird. Und zwar hier in dieser Außenhütte hat Winnie heute Nacht, nee, ich denke mal, es wird heute Morgen gewesen sein, ihre Babys auch zur Welt gebracht. Winnie hat sich erstmal, finde ich, die hässlichste Schutzhütte ausgesucht. Und nicht nur das, sondern sie hat ihre Babys genau hier am Eingang zur Welt gebracht. Also warum sie das macht, manchmal verstehen wir die Tiere echt nicht. Aber das ist halt so. Heute wollte ich euch einfach mal mitnehmen, was ich dann immer mache mit den Kleinen. Und zwar werden die bei mir mal eingesammelt. Hier im Körbchen, jetzt sind wir natürlich schon in der Stube, habe sie hier einmal reingeholt. Bei mir werden die Kleinen immer einmal gewogen an dem Tag, wo sie geboren werden. Ich schreibe das Geschlecht auf und das Gewicht. Werden einmal angeschaut, ob alles dran ist, ob alles okay ist. Und ja, fangen wir mal an. Das erste hier, 78 Gramm. Und was haben wir? Und zwar ein kleines Mädchen. Ab wieder rein. Ich mache das hier immer noch ganz altmodisch, habe immer jedes Jahr so ein Kalenderbuch und da wird alles, was meine Tiere betrifft, eingetragen. Immer. Davon habe ich jetzt ganz viele Bücher im Schrank liegen von den letzten Jahren. Und ich mache das halt immer noch so. Nummer 2. Fühlt sich genauso an wie Nummer 1 vom Gewicht her. Ist auch ein Mädchen. Und siehe da im Hintergrund, die Sache bleibt hier nicht unbemerkt. 80 Gramm hatte die Kleine. Und Nummer 3 fühlt sich viel leichter an. Und wir haben Glück, wieder ein Mädchen, drei Mädchen schon. Und die Kleine hat 74 Gramm. Das sind 6 Gramm weniger und es hört sich wenig an, aber man spürt das schon bei diesen kleinen Meerschweinchen. Ja, nun schauen wir mal noch Nummer 4. Das fühlt sich schwer an. Und ich vermute es schon. Und es ist auch so, es ist ein Bub. Und er hat 90 Gramm. Ja, schreibe ich alles in mein Büchlein hier rein. Dann mache ich mir immer noch kleine Notizen dazu, damit ich es auch auseinanderhalten kann. Ich schreibe dann immer so zum Beispiel dazu dreifarbig, rote Augen, dunkle Augen oder so mit Abkürzung. So dass ich dann im Prinzip in 2 Wochen auch immer noch weiß, wer war. Das mache ich eigentlich immer so. Dann bringe ich eigentlich die Kleinen auch wieder raus. Oh, hier kommt Nummer 2. Hier ist unsere Via jetzt noch dazugekommen. Jetzt muss ich auch immer aufpassen. Jetzt dürfen die Katzen auch nicht alleine unten ins Gehege. Weil die Kleinen fallen nun mal ins Beuteschema. Hier, wie ihr seht, blieb meine ganze Aktion nicht unbeobachtet. Natürlich für unsere Katzen sehr, sehr spannend. Ja, jetzt geht's noch mal raus in den Garten. Schutzhütte aufgeklappt. Diese Schutzhütte ist eine, die auch außerhalb vom Gehege steht. Wir haben ja noch eine, die außerhalb vom Gehege steht. Wir haben auch im Gehege eine Schutzhütte. Ich setze auch die Kleinen da wieder hin, wo sie heute Morgen waren. Auch wenn der Platz jetzt nicht der beste ist. Die regeln das schon von ganz alleine und ein paar Stunden später locken die auch die Kleinen dahin, wo sie hin sollen. Und außerdem wird sich Winnie auch was dabei gedacht haben, die Kleinen dort am Eingang zu setzen. Ja. Wenige Sekunden später, da könnt ihr es sehen, kommt Winnie sofort wieder rein zu den Kleinen. Also die ist wirklich, die hatte im letzten Jahr schon mal Babys gehabt, da hat die sich die erste Woche
nicht so richtig gekümmert, da hatte ich schon meine Bedenken. Aber diesmal ist sie so eine richtige Übermutter. So, jetzt wollen wir die Kleine in Ruhe lassen. Ich möchte mich verabschieden bei euch. Wie immer, liebe Grüße, euer Frank. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Bis dann.